Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Endlich schaffe ich es, mit euch gemeinsam die Verlosung von meinem Adventskalender durchzuführen. Ja, leider musste ich zwischendrin urplötzlich ins Krankenhaus. Ich hatte eine sehr, sehr kritische Kreislaufsituation und das musste ganz, ganz schnell abgeklärt werden. Deshalb folgt die Auflösung erst jetzt. Wir machen aber jetzt erstmal gemeinsam die Lose, damit jeder sieht, dass er dabei ist, und dann wird auch schon ausgelost. Also, wer wissen will, ob er gewonnen hat oder nicht, es gibt zwei Preise, einen Trost- und einen Hauptpreis. Der bleibt jetzt einfach dran und seid gespannt. Ich habe wunderschöne Einsendungen bekommen. Gratulation an euch alle, ihr habt wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Ich möchte nur noch kurz erwähnen, bei der Auslosung spielt es nicht die Rolle, wie genau ihr diese Werke abgeliefert habt, sondern dass ihr mitgemacht habt. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ging um den Spaß, es ging darum, etwas Neues zu lernen, Altes aufzufrischen, und deshalb darf jede Einsendung, die mich erreicht hat, an der Verlosung teilnehmen. Jetzt legen wir aber erstmal los und machen gemeinsam die Lose. So, ich habe mich für einen neutralen Zettel entschieden und werde jetzt erstmal alle Namen aufschreiben. Ja, mitgemacht haben die liebe Jessica C. Dann die Rebecca F, die Natalie Z, die Efi, die Stephanie R, die Yvonne N, die Marita, die Grit, die Jutta und das war's. So. Alle werden jetzt auf die gleiche Art und Weise gefaltet. Und damit die Lose mir nicht aufgehen, werde ich sie jetzt alle nochmal mit etwas Tesa zukleben. Denn es soll ja gerecht zugehen, ne? Ja, meine Nägel sehen momentan richtig schlecht aus. Wie ich erwähnte, musste ich urplötzlich ins Krankenhaus und hatte nur noch die Möglichkeit, die Nägel runterzufeilen. Auf unkonventionelle Art und Weise habe ich das
machen müssen. Ich hatte nur eine Feile mit. Ich meine, ich habe immer eine Feile einstecken. Aber ja. Dementsprechend sehen sie auch aus. Der ist gar nicht, den habe ich nur gekürzt. Und den hier ist auch, der ist auch nur gekürzt. So, das sind jetzt mal die Lose. Die kommen alle in diese Schüssel. Da. Halt. Kein Los mehr übrig. Nein. Jetzt wird schön durchgemischt. Zum Losziehen allerdings hole ich mir meine Glücksfee runter. So, die Glücksfee ist da. Jetzt wühlen wir noch mal hier drin rum. Und jetzt darf meine Glücksfee erstmal den Trostpreis ziehen. So, komm her, warte, was schreiben wir drauf? Trost. So, ihr seht's, der Trostpreis. Und jetzt nochmal wühlen. Nochmal schön rumwühlen. Und den Hauptgewinn. Jawohl. So, das kann weg. Und jetzt machen wir hier Haupt. So. Nun schauen wir mal, wen die Marie da jetzt gezogen hat. Was machen wir zuerst, Marie? Machen wir zuerst einen Hauptpreis oder einen Trostpreis? Trost. Wen machen wir zuerst einen Trostpreis. So. So. Da, 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 da. Trommelwirbel, Trommelwirbel, Trommelwirbel. Jawohl. Den Trostpreis hat die Grit. Liebe Grit, herzlichen Glückwunsch. Alles Weitere gebe ich jetzt noch gleich im Video bekannt. Du hast den Trostpreis. So, der Hauptgewinn. Trommelwirbel. Ja. So, der Hauptpreis geht an. Machen wir es spannend? Ne, wir machen auf, ne? So, der Hauptpreis geht an die Rebecca. Liebe Rebecca, herzlichen Glückwunsch zu deinem Hauptgewinn. So, meine Lieben, das sind beide Gewinner. Die Rebecca hat den Hauptpreis und die liebe Grit hat den Trostpreis gewonnen. Wie es jetzt weitergeht, drehe ich euch nochmal rum und dann seht ihr mich nochmal. So, meine Lieben, die Gewinner und Trostpreisgewinner sind gezogen. Wie läuft es jetzt ab? Ich setze unten nochmal in die Infobox bzw. in die Beschreibung meine E-Mail-Adresse. An diese E-Mail-Adresse bitte ich euch, liebe Rebecca und liebe Grit, mir die Adresse von euch zu schicken. Ich würde mal sagen, ihr habt Zeit bis zum 28. Februar. Wir haben Schaltjahr, also 29. Februar. Bis dahin schickt ihr mir bitte eure Adresse, damit ich euch dann zeitnah euer Paket fertig machen kann und euren Gewinn auf den Weg bringen kann. Dann bleibt mir noch zu sagen, es war wieder sehr, sehr schön. Entschuldigt nochmal die lange Wartezeit. Ich werde mich auf Wunsch von einigen für den Osterzeitraum nochmal hinsetzen, mit euch gemeinsam einen Osterkalender gestalten. Der läuft aber nicht so lange und auch nicht so ausgiebig wie der Weihnachtskalender. Bis dahin kommen nach wie vor weiterhin die Videos, mal zwei, mal drei die Woche. So. Habt noch einen schönen Sonntag. Ich schneide und bearbeite das Video jetzt fix und lade es heute noch hoch, damit ihr auch erfahrt, wer gewonnen hat. So, meine Lieben, das war's auch schon wieder zu diesem Video. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bye bye, eure Katrin. Tschüss.